Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Frankfurt am Main und das hört man auch. Hört ihr die Sirenen? Höhö, das funktioniert. Ja, wunderbar. Das liegt natürlich an der Feuerwehr und der Polizei, die wir hier installiert haben. Und hier sind wir ja stehen geblieben. Jetzt, ich wollte hier eigentlich noch Straßen sperren und Zeugs errichten, aber das wird halt nicht funktionieren, weil sonst kommen da die LKWs nicht mehr durch. Das ist dann irgendwie, ja, kontraproduktiv ein bisschen. Also der fährt jetzt natürlich demonstrativ dran vorbei, aber die Polizei und Co., die fahren hier eben trotzdem noch rein. Ich würde das mal so lassen für den Moment, denn ich habe noch eine andere Idee gehabt. Und zwar, als ich hier unten diese Teile gesehen habe, guck mal hier, da haben wir nämlich spezielle Gebäude. An was erinnert ein das? Dieses Teil. Ich habe es gesehen und dachte, wir müssen eine Kaserne bauen. Zumal wir haben noch Panzer und einen Zug und Panzerwagen. Das stand auch noch in den Kommentaren. Ich soll das doch mal bitte benutzen. Und das mache ich natürlich gerne. Und ja, wie macht man das am besten? Ganz einfach, indem man eine Kaserne baut. Wir werden jetzt aber nichts Riesiges bauen an so einer Kaserne. Da kann man natürlich gut und gerne auch mal einen halben Tag sitzen. Eben, das dauert mir ein bisschen zu lange. Ich möchte auch wieder neue Strecken etc. basteln. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt mal eine kleine handliche Kaserne. Wo machen wir die hin? Und da fahren dann eben natürlich Züge rein und raus und wir stellen noch ein paar Panzer hin. Ich bin zwar überzeugter Pazifist. Das muss ich dann schon noch sagen. Aber das ist ein Spiel. Ich spiele ja auch Shooter und Co. und mag eigentlich trotzdem Krieg nicht. Ich mag auch Militär nicht wirklich. Von daher kann man jetzt auch mal eine Kaserne noch basteln. Also, wohin damit? Ich würde sagen, ein bisschen außerhalb der Stadt wäre gar nicht so schlecht. Zum Beispiel hier hinten. Dann könnten wir je nachdem hier mit dem Zug noch über den Fluss rüber und würden dann hier irgendwie in den Güterbahnhof rein. Wie wir das dann machen, das machen wir dann später. Jetzt machen wir erstmal Kollege Kaserne. Das heißt, wir plätten das Ganze mal. Dafür müssten wir eigentlich dieses Teil hier relativ gut verwenden können. Vielleicht sogar eher ein bisschen in die Richtung geneigt, das Ganze. Und dann würde ich hier glatt zweimal reservieren. So, dann müssen wir das wieder abreißen. Okay, und gleich nochmal hinstellen. Und zwar so, dass die Straße da ist, wo das abgerissene Teil war. Dann wird das als Dingens genommen, wie soll ich sagen, als das, wo dann eben die Höhe von diesem neuen Teil ist. So, das hat ja wunderbar nicht geklappt, das ist aber egal. Denn das können wir natürlich auch beheben, indem wir hier kurz mit dem Wischmob rübergehen. Das müssen wir sowieso da hinten dann auch noch machen oder machen sie jetzt gleich, das ist ja eigentlich egal. Was wir haben, das haben wir. So, hier oben diese Hügel weg. Das Ganze ein bisschen organischer machen. Hier unten die Teile noch weg und den Rest, den lassen wir mal. In die Feinkorrektur gehen wir dann später, würde ich vorschlagen. Ist das jetzt halb ebenerdig? Ja, plus minus. Okay, muss das komplett ebenerdig sein? Ja, irgendwie ja. Deswegen mache ich es hier nochmal so. Dann ist es aber überhaupt nicht mehr ebenerdig. Ist ein bisschen komisch. Welche Straße zählt denn hier? Wir haben da hinten natürlich noch eine Straße. Guck mal, das ist vielleicht das Problem. Normalerweise wird doch diese Straße genommen, um eben die Höhe festzulegen. Wir können ja mal ein anderes Teil nehmen. Wir nehmen mal vielleicht einen Flughafen. Aha, der ist dann gleich noch größer. Wir nehmen mal die kleinere Variante. Drehen dich ein bisschen. Ja, das gibt was schön Rundes. Okay, machen wir so. Vielleicht mit drei Terminals. Ja, dann verändert sich die Größe zwar nicht massiv, gefällt mir aber fast besser. So, und da wir ja ohne Kosten spielen, müssen wir da eigentlich auch nicht groß überlegen, was wir machen. Wir machen einfach, weil das kostet ja eben entsprechend nichts. Vielleicht hier noch ein bisschen hier hinten rein. Noch ein bisschen rüber. Okay, so, dann hätten wir das mal soweit gewuppt. Okay, da haben wir eine schöne Fläche. Gefällt mir eigentlich gut. So, hier nochmal kurz korrigieren. Weil, wenn dann was draufsteht, dann kann es sein, dass wir da nicht mehr vernünftig korrigieren können, weil es sonst einen Konflikt gibt. Deswegen mache ich das doch lieber jetzt, muss ich sagen. Dann haben wir das eben so, wie wir es ungefähr wollten. So, hier auch noch. Ja, machen wir doch alles. Ne, nicht mit hoch. Ich wollte eigentlich hier nochmal kurz ein bisschen das Teil hier größer machen. Okay, gut, jetzt aber zu den Gebäuden. Also einmal außenrum mit denen hier. Moment, wo ist meine Kaserne? Hier bei der 4 war das. Genau, das sieht doch einfach wirklich wie so ein Kasernenteil aus. Wunderbar. Machen wir mal. Machen wir das gleich mal hier auf dem Grundriss, den wir haben. Und jetzt das Schöne ist, wir können die sozusagen zusammenklöppeln.
Sprich, das gibt dann trotzdem nur ein Gebäude und man sieht das eigentlich fast nicht. Ich habe das mal kurz getestet vorhin, bevor ich mich dann entschieden habe, dass wir tatsächlich eine Kaserne bauen wollte. Ich mal gucken und siehe da, schaut mal. Das sieht doch aus wie ein Gebäude. Das ist eigentlich perfekt. Wir könnten hier unten die Länge noch einstellen. Wo haben wir die Länge? Hier unten. Noch hier auf 100 gehen. Okay, das ist nicht direkt die Länge, das ist dann eher die Breite. Also je nachdem, von wo man guckt. Aber dann ist wahrscheinlich hier. Ja, dann ist hier eine andere Länge. Machen wir das mal so. Dann müssen wir nicht ganz so viele Elemente nutzen und haben das Ganze definitiv gerader. So, gehen hier mal zurück. So kommen wir hier in den Berg rein. Aber dann können wir das so machen, dass wir hier einfach ins Gebäude reingehen wieder. Und dann gehen wir da an den Hang ran. Zack, okay. Machen hier wieder länger oder breiter in dem Sinne. Drehen das Ganze und sehen das natürlich jetzt hier hinten noch lang. Jetzt müssen wir gucken, wie groß. Eben zu groß möchte ich das Teil nicht machen, weil sonst werden wir definitiv nicht fertig. Dann machen wir hier 10 Folgen Kaserne und das möchte ich definitiv nicht, sondern ich möchte in der Folge eigentlich schon die Züge hier drin sehen. So, ein Element hängen wir hier noch so hin. Zack. Eben, das kann man natürlich ganz, ganz feinfühlig machen, wenn man ein Feingefühl hat. Was ich nicht direkt besitze, aber wenn man sich eben Mühe gibt und da wirklich, sagen wir mal, Nachmittag oder so halt investiert, dann kriegt man hier natürlich was Phänomenales hin, denke ich mir mal. So, das geht hier noch hier runter. Okay, und dann geht das hier wieder rein und dann bauen wir hier natürlich noch ein Tor. Also eine Einfahrt im Prinzip. Ja, das würde aber schon ungefähr so ausgerichtet hingehören. Und bevor wir jetzt weitermachen, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir hier mal noch ein, zwei solche Kasernen, wo dann die Leute drin wohnen. Also die Leute, die Soldaten natürlich. So, mal einmal so, einmal so. Und jetzt hätte ich gerne einen Bahnhof hier drin. Und zwar natürlich einen Güterbahnhof. Und da könnte man, je nachdem, wo waren meine Bahnen? Hier unten, hier sind die Güter. Den hier nehmen. Ja, ich weiß nicht. Oder hier die Cargo Station Blau, da ist halt gar nichts. Wisst ihr was, wir nehmen ganz einfach den Standardbahnhof, den hier. Den Kopfbahnhof mit zwei Gleisen. Die Länge. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was passt hier rein. Wie sieht es aus mit 200 Metern? Wird eher eng. Höchstens, man kann es natürlich so machen, dass der Bahnhof im Prinzip sogar noch ein bisschen raushängt. Blöd gesagt. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte den Bahnhof tatsächlich hier drauf haben. Machen wir die 160. Und stellen den so hier hin mit der Straße da oben. Oder wir drehen den noch ein bisschen. Wie sieht es denn aus, wenn wir dich drehen? Ja, ist zu lang. Wenn wir ihn drehen, ist er zu lang. Da kommen wir nicht mehr richtig raus. Müssen wir komische Kurven machen. Wenn wir ihn so krumm hinhängen, dann ist es eine komische Kaserne. Irgendwie in der Kaserne ist immer alles gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl... Ja, da ist halt alles gerade, geordnet, symmetrisch. Wir machen dich mal hier hin. So, und bevor wir weiterbauen, machen wir gleich die Gleise raus. Nehmen wir alte Gleise, also langsame. Und wir wollen eigentlich, Moment, im Prinzip wollen wir da lang. Sollen wir da noch zur Straße oder über die Straße? Nein, müssen wir nicht. Wobei, das hätte schon seinen Charme, wenn hier natürlich ein Zug durchfährt mit Panzern hinten drauf. Ja, das hat schon auch was, aber es ist ein bisschen unsinnig, hier rüber zu gehen und wieder zurückzugehen. Nee, wir lassen es. Wir machen das so, gehen hier runter. Halt, das ist aber das falsche Gleis. Herr Kollege vom Bauamt. Moment. So, kriege ich dich gefasst. Okay, so, jetzt haben wir das richtige Gleis. Jetzt können wir da rein. Und viel mehr brauchen wir noch nicht. Machen das mal so. Okay, weil es ging darum, dass wir hier mit dem Gleis rauskommen. Jetzt wollen wir hier aber noch eine Straße haben, die hier reingeht. Wir gucken mal bei den Straßen. Das muss nicht was sehr Schnelles sein. Natürlich, wir sind hier innerhalb. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Zwei Fahrbahnen, 50 km. Wir sind hier innerhalb einer Kaserne. Da müssen sie definitiv keine Wettrennen machen. Da kommen wir sogar noch lang. Das ist ja perfekt. Wenn ich das mal so mache. Okay, wir kommen dann da oben rein. Und in die Richtung geht das auch tatsächlich. Machen wir das gleich mal hier raus. Vielleicht sogar ja ein bisschen weiter in die Kaserne rein, dass das fast schon ein bisschen wieder Eingang ist hier. Geht das mal bis nach hier hinten.
Und dann geht hier natürlich eine Straße quer durch die Kaserne durch. Möglichst gerade. Ja, auf der Seite oder auf der Seite? Ja, wir müssen, wenn wir hier lang gehen, tatsächlich auf der Seite mal lang. Und gehen dann hier so parallel raus. Und da kommt dann im Prinzip das Tor hin. Und dann können wir hier ja doch noch nämlich zu unserem Bahnübergang kommen, je nachdem, wie wir das bauen. Moment. Aha, Steigung zu groß. Das liegt wohl unter anderem wieder an der Straße, habe ich das Gefühl, wobei so geht's. Gut, dann machen wir das so. Nach Kurve hier rüber und hier rein. So, was die Stadt dann daraus macht, das bleibt ihr überlassen. Das müssen wir nicht beeinflussen. Jetzt, aber ich hätte hier natürlich gerne auch noch LKWs, die hier irgendwie was hinbringen. Das heißt, wir bräuchten noch eine LKW-Ladestation. Da würde ich aber tatsächlich was sehr Kleines machen. Was haben wir denn hier Kleines? Das Teil hier ist natürlich cool. Das würde auch in die Kaserne reinpassen. Wenn wir dich vielleicht hier in die Ecke stellen, dann haben wir hier noch ein Treibstofflager. Das ist eigentlich naheliegend, dass man das auch hat. Zum Beispiel neben einer Tankstelle. Jetzt haben wir da aber die Straße. Was machen wir mit der Straße? Wir machen das mit der Straße folgendermaßen. Dass wir hier eine Kurve haben. Oder hier vielleicht sogar ganz in die Richtung gehen. Geht jetzt nur um die Optik im Prinzip, was wir hier machen. So, da lang. Da unten gucken wir dann wieder. Und jetzt bräuchte ich hier nochmal dieses Teil. Das könnte man auch drehen. Wobei ich glaube, es sieht fast besser aus, wenn wir es eben von vorne so sehen. Wenn wir es so machen. Hat eigentlich auch was. Kann man auch machen. Wir machen das mal so. Dann kommen wir also mit den LKWs hier lang. Hier stehen dann auch noch die Panzer. Wir werden auch den Boden natürlich noch ändern, dass wir einen anderen Boden haben. Ich gucke gerade auf die Uhr. Man sieht, 10 Minuten haben wir jetzt doch schon gebraucht. Das geht eigentlich noch, aber man merkt eben doch, das braucht dann, je nachdem wie man es macht, braucht es einfach seinen Moment. Gut, das wäre mal dieser Bereich. Hier hinten. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier wieder runterkommen. Das kommen wir. Das machen wir mal so. Das machen wir aber wieder von unten kommend gerade und hängen es dann zusammen. Da haben wir hier den Schlenker, das ist dann egal. Dafür ist die Straße hier relativ gerade. Und hier gehen wir mal gerade hier rüber. Und hier werden wir dann auch noch Panzer und Co. hinstellen. Okay, das schlängelt sich hier, würde ich mal vorschlagen. Oder geht gerade runter, das ist eigentlich egal. Ne, schlängeln ist besser. Wir machen es mal so. Wir schlängeln. Machen das gerade. Mehr oder weniger zumindest. Machen hier wieder eine Kurve. So, und gehen hier wieder zurück. Allerdings, hier ist eigentlich die Kaserne dann schon fertig. Deswegen machen wir das so. So, das gibt auch irgendwie einen Platz, wo dann noch ein paar Panzer stehen. Moment, machen wir anders. Hier geradeaus. Okay, da rein. Bestens. Hier eine Kurve und da rein. So, dann gibt es hier irgendwie eine Fläche, da stehen dann ein paar Fahrzeuge, hier stehen noch ein paar Panzer. Was fehlt noch? Ja, im Prinzip natürlich eben das Tor fehlt. Haben wir hier irgendwie so eine Art Tor? Also eine Einfahrt im Prinzip, die wir hier machen können. Das wäre auch noch eine Frage, die mich beschäftigt. Müssen wir bei den Mods gucken, würde ich sagen. Mal hier schauen. Hier haben wir natürlich auch noch Gebäude, die gehören unbedingt hier hin. Das ist irgendwie in der Kaserne drin, gibt es auch Verwaltungsgebäude etc. Die müssen irgendwie hier hin. Die Frage ist, wohin? Ja, machen wir doch die hier hin, wo wir nicht gerade allzu viele Sachen haben. So, mal einmal hier oben. Zack, ich weiß, das ist natürlich völlig zweckentfremdet, das Ganze. Weil das sind Sachen, die gehören eigentlich an einen Bahnhof, aber man kann die definitiv auch benutzen, um eine Kaserne zu schmücken. Da, Stützpfeiler, Schwebebahn. Ach du Grüne, ich dachte, könnte man eigentlich als Einfahrt benutzen. Kann man im Prinzip sogar, dass es ein bisschen sowas wie ein Tor hat. Nee, ist irgendwie kein Tor, ich gebe es zu. Wir gucken mal, was wir sonst noch haben. Hier so eine Tanke. Die können wir hier daneben setzen oder hier rauf. Ich würde die mal hier hinsetzen. So, macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn sie so weit weg ist vom Gleis, aber okay. Und jetzt werden wir hier uns einfach mal ein bisschen durch diese Mods durchwühlen und gucken, was wir hier noch alles haben, was wir irgendwie gebrauchen können. Ja, so eine Tankstelle, so eine Dieseltankstelle. Machen wir hier oben hin.
Dann haben wir hier den Förster bzw. die Forstwirtschaft. Hier haben wir Straßenmarkierungen. Ach, was man nicht alles machen kann. Die habe ich ja noch gar nie gesehen. Was kann man hier denn machen? Ich möchte halt nicht, dass das Spiel abstürzt. Wisst ihr was, bevor wir hier basteln? Weil ich möchte nachher auch noch Zäune setzen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, als ich die Zäune ja gesetzt habe, da in... Wo war das denn? In Köln. Beim Fluss da oben, glaube ich, war das. Da ist ja das Spiel dann abgestürzt. Das möchte ich natürlich nicht haben. Beziehungsweise, ja, wenn wir es haben, dann möchte ich das so haben, dass das nicht weiter schlimm ist. Und das wäre dann eben so, wenn ich gespeichert habe. Da, so ein Gebäude kann man hier eigentlich auch noch gebrauchen. Hier mal eins. Hier eins. Und hier eins. Okay. Wir haben aber immer noch kein Tor. Wir müssen gucken, wo wir ein Tor haben. Ich mache hier mal diesen. Und scrolle hier nochmal weiter. Wir waren, glaube ich, noch nicht am Ende. Oder waren wir am Ende? Hier kommen die ganzen Schallschutzwände. Und die Panzer, die finde ich dann, glaube ich, relativ einfach. Ich weiß zumindest, wo sie sind. Doch, wir waren hier eigentlich eh schon am Ende. Gut, dann gucken wir hier. Gehen hier auf Gesamti und guck mal da. Da sind sie, die Leopard-Panzer. Sollen wir die schon mal hinstellen oder sollen wir erst? Ich würde sagen, wir machen erst den Rest. Sprich, dass wir eben auch noch Wiener Mülleimer, wie cool. Dass wir eben auch noch den Boden bemalen. Das werden wir auch noch machen. Jetzt geht es aber primär darum, irgendwas wie eine Einfahrt zu finden. Ich dachte eben, wir hätten doch hier irgendwo so ein Teil, oder nicht? Sonst lassen wir es da halt offen und machen es mit Schranken. Das können wir natürlich auch machen. Da haben wir noch... Was ist das denn? Heiliges bisschen, was wir nicht alles am Start haben hier. Okay, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas ist es. Da haben wir die Bemalung. Das könnte man eigentlich gleich mal machen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Dann haben wir, was wir haben. Hier, diesen Bereich wollen wir definitiv mit Asphalt haben. Weil da ja eben die Panzer raufkommen. So, geht sogar mit der Schneemod. Finde ich interessant. Aber cool, weil hier ist ganz klar, hier haben sie natürlich Schnee geschiebt, als gäbe es keinen Morgen mehr, die armen Soldaten. Als sie nämlich wieder bestraft wurden, weil sie zu spät aus dem Ausgang nach Hause kamen. Da hieß es, Leute, Soldaten, gleich mal hier Schneeschieb benehmen und viel Spaß da draußen. Unsere Panzer mögen keinen Schnee. Deswegen mag ich Panzer nicht. Ich mag nämlich Schnee. So, gut. Ja, das passt eigentlich eh schon fast. Hier ein bisschen diese weißen Flecken, die würde ich lassen. Denn das ist dann halt eben... Ja, das sind Soldaten. Das waren Menschen. Die machen das nicht so sauber, wie sie sollten. So, da hinten haben sie noch Schnee. Hier haben sie nichts gemacht. Sozusagen Frischschnee. Und jetzt aber hier drin haben wir auch noch was. So, weil das ist eben, wie gesagt, der Bereich. Hier stehen dann auch ein paar Panzer und ein paar... Fahrzeuge würde ich hier auch noch hinstellen. So, wunderbar. Gefällt mir eigentlich gut. Die Frage ist halt, wie sieht das dann aus, wenn wir die Schneemod weg haben? Sieht das immer noch gut aus mit dem Grün, das wir dann hier haben? Das werden wir auch sehen. Sobald wir dann eben die Schneemod weg haben, da wird eh öfters gefragt, wann das ist. Das kann ich nicht genau sagen. Aber ich würde mal sagen, wenn es draußen halt wärmer wird. Irgendwann macht die Schneemod keinen Sinn mehr, wenn ich hier sitze und spiele. Deswegen vielleicht eher warten, ja, bis es draußen eben soweit ist oder dass draußen die Natur soweit ist, ja, dass wir hier die Schneemod rausnehmen. Machen wir hier mal noch ein bisschen den hier. So, hier noch ein bisschen. So, dass das ein bisschen güterbahnhofig aussieht. So, bis hier runter. Und das hier nehmen wir auch noch dazu. Okay, und hier oben gehen wir mal noch bis zur Straße hin. Und dann ist Feierabend. Den Rest, den haben sie, also da wurde nicht Schnee geschiebt. Der ist halt, wie er ist. Okay, das sieht doch eigentlich schon mal nett aus, finde ich. Dafür, dass es gar nicht mal allzu lange gedauert hat, ist das okay. Jetzt, okay, das hier lassen wir. Den Boden haben wir. Was wir nicht haben, das ist... Ihr ahnt es, genau. Das Tor. Kriegen wir hier nicht irgendwie in irgendeiner Form. Das sind die Bäume, das bringt uns nichts. Das ist der Hafenkran, huch. Den nehmen wir dann natürlich auch noch. Hier Kisten und Co. Können wir alles auch brauchen. So, einfach zum Dekorieren im Prinzip ist das. Hier oben noch eine Kiste. Hier noch ein paar Kisten, dann steht noch ein bisschen was rum.
Container hoch, Container down. Warum nicht? Hier hinten steht halt noch ein Container. Den drehen wir. Da gibt es noch eine andere Version. Aha, die hier aus der Schweiz. Okay. So, aber jetzt, wir kommen vom einen ins andere. Wobei so ein Stoppteil, das kommt ganz bestimmt hier hin. Eigentlich sogar Fahrverbot. Hier kommt man eigentlich nicht rein. So, das ist schon mal in Ordnung. So ein Schild von wegen Militär haben wir nicht, würde ich mal behaupten. Wir haben den Farmer, das brauchen wir nicht. Hier haben wir noch eine neue Mod, Industrieanblocker. Wenn ich das hier aktiviere oder eben deaktiviere, dann könnte man zum Beispiel hier diese bestehende Industrie, die von der KI gesetzt wurde, abreißen. Das konnte man bis jetzt nicht. Jetzt kann man es. Das ist aber primär für wirklich Schönbauer, weil ja, sonst gibt es eigentlich keinen Anlass, so ein Teil abzureißen. Flughafenzäune, das würde mich hier zu den Zäunen führen, die ich wollte. Metall, 100 Meter. Drehen wir mal, in welche Richtung müssten die denn gucken? Die müssen eigentlich so gucken. Können wir dich hier hinstellen? Ich denke mal ja. Zack. Ich glaube, die Zäune, da stürzt auch nichts ab. Das waren diese frei ziehbaren, bei denen es ein Problem gab. Da habe ich wahrscheinlich einfach wieder viel zu fuchtelig rumgemacht und dann ging das halt nicht mehr. Das kann natürlich sein. So, hier oben. Die Länge reduzieren. Alles zu kurz. So müsste es ungefähr passen. Und dann hier um die Kurve. Hier hinten müssen wir natürlich auch lang. Machen wir das mal so, dass wir das hier zusammenhängen. Stimmt das denn von der Ausrichtung her? Jawohl, nach innen gebogen. Genau, so wollte ich es. Was ist denn Schutz? Uiuiui. Was ist das denn? Moment, mal gucken. Eieiei, ja, das natürlich, das ist ein typischer Militärzaun. Okay, der kommt hier vorne noch hin. So, einmal davor setzen. Ich hoffe, das geht nicht, dass der irgendwie fliegt oder versinkt. Nee, das müsste eigentlich klappen. So, halt, bevor wir das... Ah, doch, er versinkt. Ist aber nicht so schlimm. Und er ist wahrscheinlich in die falsche Richtung. Ja, wobei, da kann man natürlich, da kann man jetzt sagen, wie man will. Das ist nicht unbedingt in die falsche Richtung. Ich würde das mal lassen. Wenn hier halt ein bisschen Schnee drin ist, das ist ja auch nicht schlimm. Aber er ist, meiner Meinung nach, ist er in die falsche Richtung. Oh, muss ich das alles einzeln abreißen? Nee, dann lassen wir es. Also wenn es falsch rum ist, ist es falsch rum. Dann ist das so. So, wir gehen zurück zu diesem Metallteil. Machen mal den Zaun fertig, weil ich, wie gesagt, unbedingt natürlich noch die Züge haben will. Ich möchte die Panzer noch hinstellen, aber das sollten wir auch demnächst machen können. Und wir können das Ganze ja dann auch ein Momentchen vielleicht sogar stehen lassen und einfach nachher dann mal wieder weitermachen. Ein bisschen später. Es besteht ja keine Not, dass wir das jetzt hier fertig kriegen. Ich möchte aber unbedingt die Züge haben. Also bevor hier nicht ein Zug rein oder rausgefahren ist, werden wir das nicht beenden. So, ein bisschen drehen. Okay, hier noch, ich mache das absichtlich ein bisschen von weiter rausgezoomt, damit es nicht auffällt, wenn es nicht so schön ist, weil das sieht man nur, wenn man ganz nah rangeht. Von daher, so, aber ich stelle gerade fest, wir haben natürlich immer noch keinen Eingang. Mal gucken, ob wir das nicht doch noch irgendwie gewuppt bekommen. Okay, und hier würden wir gerne hier lang und hätten hier gerne noch einen Zaun. Da machen wir doch glatt aber nochmal den Schutzzaun hin. Und drehen den aber. So, wie sieht das jetzt aus? Ne, das ist eben genau falsch rum. So rum müsste er sein. Machen wir den wenigstens hier richtig, wenn es da oben schon nicht stimmt. Zack. Nett. Gefällt mir. Sehr cool. Hier natürlich auch noch. Ein bisschen drehen wäre noch möglich und nötig. Zack. Und hier hängen wir den nochmal so rein, dass der einfach bis hier hingeht. Oder wir machen den sogar hier davor. Zack, gut. Also ich würde mal sagen, das sieht dann relativ geschützt aus. Hier mit Stopp. Ja. Mal gucken, was haben wir denn noch? Flughafenscheinwerfer. Die bräuchten wir beim Eingang. Machen wir mal die neue Variante. Also hier brauchen wir sicherlich Scheinwerfer. Weil das ist ja dann doch eben Sperrgebiet. Da muss man auch sehen, was passiert. Die sind natürlich nicht beleuchtet. Also wir haben ja keine Nacht hier bei Transportfieber. Von daher sind das, ja,
optische Verbesserungen, aber ja, wenn wir es jetzt schon machen, machen wir es richtig. Oder zumindest halbwegs richtig. Wie gesagt, fertig kriegen wir das Teil sowieso nicht. So wie ich das eigentlich tatsächlich auch gerne hätte, weil ja, das ist einfach viel zu aufwendig. Das geht leider nicht in einem Let's Play. So, wenn ich das privat machen würde, würde ich mich wahrscheinlich mal eine Woche lang damit beschäftigen. Und dann würde es dann auch, hoffe ich zumindest mal, entsprechend aussehen. So, gut. Scheinwerfer haben wir. Wir haben immer noch kein Tor. Vielleicht hier. Gepäckwagen. Ja, bringt uns nicht weiter. Wiener U-Bahn-Eingang. Sollen wir den? Nein. Irgendwie nein. Das passt nicht. Hier haben wir die ganzen Fahrzeuge. Tank-Container-Sets. Das ist natürlich auch etwas, was man hier noch sehr gut gebrauchen kann. So, machen wir die mal noch hier hin. Moment. So, dann haben wir hier noch einen Bergi. Und einen Van Bosch. Da müsste ich hier nochmal zumachen. Das ist ähnlich wie bei den Fahrzeugen. Dass man hier wirklich was anderes bekommt, ist dann eher eine Frage, wie man es macht. Also, ob man es kann oder nicht und weiß, wie das Ganze funktioniert. Besuchermagnet wäre auch eine Idee. Platzasset. Ja, das passt doch perfekt hierher. Das ist eigentlich nicht gedacht für eine Kaserne. Das ist natürlich gedacht für einen Bahnhof, aber eine Kaserne ohne irgendwie ein Denkmal, das ist eigentlich auch nichts. Und jetzt haben wir hier halt ein Denkmal für Transportfieber. Zack. Na, ich würde mal sagen, hello, die Kaserne, die wird langsam. Also bis jetzt gefällt sie mir gut und deswegen, ja, Sicherheit kommt vor, safety first, zack, einmal diesen, einmal jenen und schon gespeichert. Geht ja zum Glück tatsächlich schnell. Aber wir kommen hier natürlich nicht auf einen grünen, oh Moment, hier, Friedhofstor. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es hier irgendwie noch eine andere, ein anderes Tor gibt. Ah, wo war das denn? Ach, du grüne Neune. Nein, 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 nein. Wir können hier Parameter, da kann man nichts machen. Und das ist natürlich kein Friedhofstor. So eine Mauer bringt auch nichts. Wir brauchen irgendwie ein Tor. Und das hatten wir doch irgendwo. Hier, die Pöller, die sind natürlich auch cool. Okay. Mit Kette. Wie kriege ich hier die Kette hin? Aha. Machen wir mal. Sollen wir hier zumachen? Es fliegt ein bisschen. Wir machen hier mal so sicherheitshalber das Ganze so, dass hier entsprechend langsamer gefahren werden muss für die, die fahren. Ja, das Problem ist aber, wenn wir hier natürlich LKWs noch langfahren lassen, die fahren uns hier wieder durch das Gestänge durch. Deswegen, wir nehmen es nochmal weg. Das ist zwar irgendwie nett, eben um die ganze Strecke zu verlangsamen oder so zu tun, als wollten wir sie verlangsamen. Aber bringt dann eben leider doch nichts. Da, großes Eisentor. Moment. Ja, ist... Ja. Ja, es ist immerhin ein Tor. Also das kann man tatsächlich so machen. Ich würde das so machen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das richtig hinkriegen. Und es darf natürlich nicht zu sein, sondern es muss offen sein. Weil sonst fahren uns die Fahrzeuge eben wieder nicht durch. Also einmal so. Einmal so, es fliegt ein bisschen, ich sehe es, das können wir aber nicht ändern. Können wir hier vielleicht mit der Mauer oder mit dem Zaun noch ein bisschen was machen? Das fliegt halt auch, das Teil. Leider. Wenn wir dich hier hinsetzen, nee, fliegt, fliegt hier auch. Und hier zumachen, müssen wir eigentlich nicht, wobei, müssen wir eben doch. Aber da muss ich tatsächlich nochmal schnell kurz zurück. Polizei hier, dich habe ich noch gesucht. Müssen wir tatsächlich noch mal kurz zurück und noch mal kurz zu den Zäunen kommen. Ja, ist halt zu. Kann ich die... Moment, Bordsteinhöhe. Kann ich dich auch aufhaben? Weil eben, da fahren die Fahrzeuge sonst durch, wenn sie rauskommen. Weil sonst nehmen wir das halt in Kauf. Nee, es bringt halt nichts. Es sieht halt komisch aus, wenn die Fahrzeuge natürlich einfach durchbrettern. Das bringt überhaupt nichts. Nee, lassen wir. Können wir irgendwo das Teil hinmachen, wo wir nicht mit den LKWs langfahren? Eigentlich hier oben lang. Machen wir dich mal hier hin. Bisschen drehen. So, hier ist einfach zu. Keiner weiß warum, aber der Chef hat gesagt, hier machen wir zu, weil da hinten, das sind militärische Geheimnisse. Deswegen kein Durchkommen hier. Gut. So,
Ein Tor haben wir. Im Prinzip plus minus, hier können wir kein Tor machen. In dem Sinne. Da stehen wir. Ein Wachhäuschen. Haben wir hier nicht. Irgendwo habe ich doch hier vorne gerade noch Sachen gesehen. Hofer, Supermarkt. Nein, brauchen wir nicht. Feuerwehr. Nicht zwingend. Wir gehen nochmal schnell zurück. Ja, eine Fahne. Ja, das ist ganz klar. Das gehört natürlich auch hier hin. Eigentlich mitten auf dem Platz. So, okay. Wir sagen jetzt einfach mal, wir sind in Deutschland. Und deswegen haben wir hier die Deutschlandfahne. Bitte nicht ärgern, wenn ihr aus Österreich seid oder aus der Schweiz. Bin ich ja auch aus der Schweiz. Wir gehören ja alle irgendwie zusammen. So, Grab. Nein, nicht. Vielleicht eine Friedhofskapelle. Doch, das würde hier noch hinpassen. Falls irgendeiner der Soldaten mal ins Ausland muss und dann irgendwie nicht mehr zurückkommt. Sollte man aber vielleicht weiter hier unten hinstellen, wo man sieht. So, einfach mal. Nee, das gefällt mir hier nicht. Das müsste. Vielleicht hier oben. So, hier dazwischen. So, dann haben wir das auch noch. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte, man kommt halt tatsächlich vom einen ins andere. Flugzeuge wollte ich nicht. Ein paar Leute. Arbeiter. Na, die hier hinstellen. Zack. 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 Müssen wir gar nicht übertreiben. Einfach, dass wir ein paar haben. Dass es nicht ganz so menschenleer aussieht. Kann es sein, dass der hier böse fliegt? Nee, der steht eigentlich perfekt. So, hier noch ein. Hier hinten. Einfach random. Ist eigentlich egal. Nee, hier nicht. Aber hier unten bräuchten wir natürlich noch welche. Beim Eingang. Kann man die bewaffnen? Wahrscheinlich nicht. Was sieht denn am ehesten? Ja, der nicht wirklich. Was sieht hier am ehesten aus wie Armee? Der hat was hier. Okay, du bist der Kollege vom Wachdienst. Der hier auch. So, ein bisschen drehen. Okay, hier oben ist auch noch einer, der bewacht. Und hier hinten macht einer gerade noch seine Runde. So, den drehen wir auch noch ein bisschen. Der guckt auch noch ein bisschen dagegen drum. So, den werden wir wahrscheinlich nie wieder sehen, aber es ist wieder ein weiteres Element, was halt relativ nett ist. So, jetzt ist die Folge eigentlich rum. Es ist ein Elend. Jetzt haben wir doch noch keinen Zug gesehen. Den Zug machen wir definitiv in der nächsten Folge. Ich wollte hier aber irgendwas noch machen. Genau, eigentlich nochmal den Zaun. Wo war der Zaun? Zaun, Kollege, hier. Dass wir hier nochmal einmachen. Und zwar, wie sieht das aus? Da können wir einzelne Elemente setzen. Das wäre eigentlich in Ordnung. Müssen wir hier machen. Ein bisschen drehen nochmal. Dass man hier eben nicht zwischen den Gleisen durchkommt. Halt, das war wieder meine Tastatur. Jetzt dreht sie schon automatisch Gegenstände. Heieiei. So, du kommst noch. Ne, du kommst da nicht mehr hin. Dich versetzen wir ein bisschen. Okay, das müsste auch klar sein, dass man hier nicht durchfahren kann. Und hier oben, da möchte ich jetzt auch noch, wenn es irgendwie geht, so einzelne Teile hinstellen. Geht halt in dem Sinne nicht. Entweder fliegen sie oder sie ertrinken. Ja, wobei. Hier noch so ein Teil, dass die auch ein bisschen random rumstehen. Okay, sieht einfach wichtig aus. Guck mal, wenn man hier doch guckt. Also, es müsste klar sein, dass man hier nicht einfach reinfahren kann. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal laufen lassen. Nee, kann ich nicht, denn das Spiel läuft schon. Gut, aber wir sind durch, liebe Freunde. Schade, schade. Aber guck mal, da haben wir doch ordentlich was hingekriegt. Sieht eigentlich nett aus. Und in der nächsten Folge machen wir hier kein großes Trara mehr. Dann kommen hier die Panzer drauf und die Züge dazu. Die fahren dann hier Richtung Frankfurt über den Fluss rüber, da hinten in den Güterbahnhof rein. Gut, jetzt haben wir so viel statisches Material gesehen. Jetzt möchte ich natürlich Tschüss sagen mit einem Zug und guck mal da, da sind sogar zwei Züge. Perfekt. Gut, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Drei Züge. Tschüss.